am Sonntag vor Rosenmontag dasteht, besser Kopf, denn der Karnevalszug schlängelt sich durch die Straßen. Los ging's dieses Mal mit dem Spielmannszug aus Tartun und gleich gefolgt wurden sie von einem weiteren Spielmannszug, nämlich den Musikanten aus Jessen. Da wurde ordentlich gespielt, da wurde auf die Pauke gehauen oder hier ins Becken, wie gerade zu sehen ist. Und als nächstes kam dann schon die Regimentswache. Da gab es Tulpen für die Besucher. Der Waldeser Karnevalclub war dann quasi der erste richtige Festwagen für Elberrad und Co. Und auch hier gab es viele Blumen und hinten natürlich die Laufgruppen dran als Hühner. Da ist ein Teufel, natürlich die Garden. Und ein Osterhase hat sich dazwischen gemischt. Und hier wird gerade noch der Facebook-Status aktualisiert. Auf dem Balkon an der Straße ging es natürlich auch hoch her. Und hier haben wir das Landesprinzenpaar Kai und Michaela und rechts in Weiß den Präsidenten des Karneval-Landesverbandes, den Dirk Vater. Auch der MCC aus Dessau war mittendrin, hat einen alten Sommerhit ausgepackt. Macarena haben sie hier mitten im Februar auf die Straße gebracht und alle machen. Jedes Jahr ganz süß anzusehen, die Kinderprinzenpaare, das ist echt niedlich. Aber auch die Großen sehen gut aus und winken fröhlich und beschenken die Gäste am Straßenrand. Abus Dessau hat sich dieses Jahr etwas tierisch angezogen. Hier steckt quasi der Eisbär auf dem Wagen, wenn man das so richtig beurteilen kann. Und arm dran waren die Karnevalisten aus Roßlau. Wo kommt ihr her? Roßlauer Karneval Club. Warum müsst ihr die Kutsche selber ziehen? Weil der Präsident Geld versoffen hat. Ja, ja, arm, tut mir leid. Ja. Wir müssen sparen, wo es geht. Und Peitsche. Der arme Elberrad, hier hat es das Prinzenpaar schon wieder viel bequemer von Gelb-Rot und natürlich auch eine große Gefolgschaft haben sie mitgebracht, die Gelb-Roten. Hier werfen wir einen Blick durch die Tänzerinnen und da haben wir noch viele andere Mitglieder, unter anderem als Clown links, da haben wir gerade den Nachwuchs gesehen, der bestimmt in 10, 15 Jahren auf der Straße ist beim Karneval hier in Dessau. Und da kommen auch noch ganz komische Gestalten, die so ein bisschen als Vogel verkleidet sind. Das THW auch wieder dabei, trotz grauer Haare jung geblieben. Interessanter Slogan, aber vor lauter Nebel erkennt man die Superhelden des Alltags auf diesem Wagen leider kaum. Die Gürziger Schalmeien, das habe ich noch nie gesehen. Die werden umhergefahren in einem Festwagen. Aber ich glaube nicht, dass das mit Faulheit zu tun hat, sondern die ein oder andere Straße ist, wie man hier sagt, ein bisschen rocklig und da könnten sie stürzen. Das ist das Prinzenpaar Philipp der Erste und Patricia die Erste vom Werdershausener Karnevalverein und sie winken unaufhörlich in die Menge. Da ist das Kinderpendant dazu und hier gibt es gerade Verpflegung. Ein leckeres Würstchen lässt sich die Prinzessin da schmecken und jetzt natürlich wird auch gewunken. Da ist der Präsident Volker Schwenke, ja, die Werdershausener, immer ein Garant für gute Stimmung im Umzug und auch auf den Wagen. Doch hier scheint wirklich gerade eine kleine Verpflegungspause zu sein. Jeder hat so ein Würstchen oder Bulettchen in der Hand. Vielleicht ist das ja so ausgemacht, wenn wir an der Kurve sind, dann kriegt jeder was zu knabbern. Und die Werdershausener, oh, da ging die Kanone los, die Werdershausener haben auch Fangruppen mitgebracht. Hier zum Beispiel als Russen, ganz ja, zünftig haben sie sich da angezogen und marschieren hier mit und begleiten ihren Verein. Hier haben wir noch eine andere Fangruppe als Holländer. Es ist also ganz international beim Karneval in Göpzig. Ja, die Köthner Spitzen als nächstes. Orange-Weiß, eine seltene Farbkombination für Karnevalsvereine in der Region. Aber auch immer ein Farbtupfer und gute Laune, das sieht man. Ja, das klappt durchaus. Und das rhythmische Klatschen auch. Auf dem Festwagen des Veranstaltungszentrums Golfpark. Auch hier lässt man es sich gut gehen und schaut sich den Umzug mit an. Jetzt wird es ein bisschen filmlastig. Freunde der Dessauer Sonnenköppe, da sind sie und haben dieses Mal ja, sich das Thema Filme gewählt. Hollywood lässt grüßen, da ist Charlie Chaplin, da ist Paulchen Panther, eine Nonne bestimmt aus Sister Act. Und Blau-Gelb kommt als nächstes. Ein relativ junger Verein, der sich insbesondere dem Kinder- und Jugendkarneval verschrieben hat. Und die Garde steht in Hab-Acht-Stellung. Ja, das haben sie gut geübt. Ein Tanzenmajor ist auch dabei.
hat man selten hier in der Region, dass auch junge Männer beim karnevalistischen Tanz mitmachen. Die Volkspolizei aus Absdorf, fast schon ein Klassiker, seit vielen Jahren dabei. Und er trinkt Wasser. Überraschung und auch zum Positiven. Gaia Percussion, ebenso schon fast Inventar beim Karnevalsumzug hier durch Dessau. Da wird also richtig Musik gemacht. Das bringt nochmal auch einen musikalischen Tupfer in die ganze Umzugsstrecke und am Rand bleibt, wenn Gaia Percussion spielt, auch kaum jemand still stehen, sondern da wird zumindest mit einem Zeh mitgewippt. Das ist die Steffi Fleischer von der ersten Köthener Karnevalsgesellschaft KUKAKÖ und sie ist auch so eine kleine Stimmungsgranate, die es immer wieder schafft, im Saal dann doch hochzukochen, die Stimmung. Und zumindest auf ihrem Wagenplatz, da wird fleißig mitgemacht beim eisgekühlten Bommelunda. Mit dabei auch die Jugendfeuerwehr aus Dessau. Ich finde es schön, wenn es hier quasi auch solche Verbindungen gibt. Karneval, Feuerwehr, THW, dass man sich da gegenseitig unterstützt. Ach, um Gottes Willen, wer ist das denn? Das ist der Lars aus Aachen. Und wie sollte es anders sein? Er lässt sich umherkutschieren. Ja, auf diesem Rollator. Gleich kommt er nochmal ins Bild da und die arme Tänzerin muss ihn die ganze Zeit schieben. Aber gute Laune in Aachen auch dabei. Hier das Prinzenpaar. Und schauen Sie mal genau hin. Der Prinz sieht ein ganz kleines bisschen aus wie Bruce Willis. Gleich guckt er. Ja, gucken Sie mal. Das hat doch schon eine gewisse Ähnlichkeit mit ihm. Also Aachen auch immer. Gute Laune garant. Und jetzt noch was ganz Besonderes. Die Köthener Schlosshexen. Der Teufel höchstpersönlich schnappt sich hier Gäste aus dem Publikum und ab geht's in den hölzernen Käfig auf dem Festwagen. Ja, und jetzt ist der Kameramann mit dran. Er wird hier quasi entführt und in diesem Käfig eingesperrt mit all den anderen Gästen, die sich Teufel und Hexe offenbar noch für den späteren Verzehr bereithalten. Gleich kommt er selber mit rein, der leibhaftige Tür zu. Ja, und das war's dann. Nein, noch nicht ganz. Er konnte sich befreien, unser Kameramann. Und noch das Maskottchen vom DRHV, von den Handballern aus Dessau, der hier fast diese kleine Prinzessin ja, zerdrückt aufnehmen. Und die Plüschmaskottchen vom Dessolino. Und das war's aus Dessau für dieses Jahr. Wir verabschieden uns mit Dessau. Hello!